Österreich hat in allen öffentlichen Bereichen 2G eingeführt. Es wird bald auch in ganz Deutschland so sein. Das wird den Druck auf Impfmuffel erhöhen. Viele Ungeimpfte sagen, das ist ja dann eine Impfpflicht durch die Hintertür. Und das ist richtig. Aber ihr dürft nicht vergessen, liebe Leute, die meisten Deutschen wünschen sich eine Impfpflicht durch die Vordertür. Ja? Die Mehrheit ist auch geimpft. Ja, natürlich. Und wir alle wissen, die schweren Fälle auf den Intensivstationen sind zum größten Teil Impfverweigerer. Die Impfgegner wissen natürlich, dass sie ihr pubertäres Trotzverhalten nur deswegen durchziehen können, weil das Gesundheitssystem sich um jeden kümmert. Egal, wie bescheuert man sich anstellt. Die behandeln auch Leute, die, was weiß ich, sich am Wochenende besoffene Bierflasche in den Hintern geschoben haben. Und die nicht mehr rauskriegen. Sowas gibt es ja. Ne? Wobei man hier sagen muss, mit der Bierflasche im Hintern, da schadet man tatsächlich nur sich selbst.